Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier bei uns auf dem Kanal. Wir haben das Remake von Resident Evil 3 jetzt am Start. Wir spielen es auf dem PC. Also das Intro hat ja schon mal geknallt. Das hat mich ja schon mal total abgeholt. Ich war ganz großer Fan von Resident Evil 3 Nemesis, dem Original von damals auf der PlayStation 1. Ich bin mega gespannt irgendwie und das ist natürlich ein absolutes Must-have, dieses Spiel jetzt hier zu spielen. Also, auf geht's! So, wir... Moment. Sieht ein bisschen aus wie Aya Bria, so von Parasite Eve 3, das Cover. Okay. Wer sind wir? So, eher so ein bisschen an Frauenklamotten aus. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wir sind Jill Valentine, die auch die Heldin im Originalspiel war. Ja, und wie immer wird der böse Chemiekonzern Umbrella der Bösewicht sein. Der Antagonist des Spiels. Ah. Okay. Ja, die Textur sieht ja wohl nur mega aus, ey. Schaut euch das mal an, das ist ja krass aus. Irrgut. Warum muss denn hier Wasser laufen? Das sind ja tolle Voraussetzungen. Ist okay, cool. Hab's nur geträumt. Ich dachte schon, es wäre das Ende des Spiels gewesen jetzt irgendwie. Wird jede Nacht schlimmer. Aber dann werden wir, glaube ich, mit dem Kanon durcheinander gekommen, ne? So, was haben wir denn da? Drei Tage kann mich diese Stadt mal. Okay, also wir scheinen hier auf jeden Fall gut in der Recherche zu sein. Jules Bericht.
Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person, durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte diese nur eine verlängerte Inkubation sein. Okay, also da kann man ja nur hoffen, dass man immun ist. Umbrella. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arclay-Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Willenzwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren. Kontrollieren praktisch die Stadt. Ja. Ja, die kaufen sich natürlich den Einfluss, den sie brauchen, ne? Die Freiheit, die sie brauchen. So viele Pillen. Ja, da scheint man wirklich so einiges an Einschlafproblemen zu haben, liebe Jill. Aber auch kein Wunder, was du durchgemacht hast. Okay, wir schauen mal weiter. Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht. Und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was sie zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern. Wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht. In 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Ja. Okay, alles klar. Sie hat also so schon Vorbereitung getroffen. Brief von einem Kollegen. An Jill Valentine. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City? Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihre Geschäfte kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers, Stars Alpha Team, für immer und ewig. PS, musst du diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Cool, alles klar. Brad Vickers, ja, auch eine Figur aus dem Originalteil. Ja, okay, was sagt der Kühlschrank? Okay. Raccoon Milk. Ja, und sieht da noch ein bisschen Backwaren. Ist ja mal wirklich ein sehr angenehmer Kühlschrank, wenn ich mich an die Kühlschränke von Resident Evil 7 zurückerinnere. So, okay. Na? Okay, das Wasser läuft schon wieder. Oh, bitte nicht, oder?
Das Schwein. Also die Grafik. Wahnsinn. Wahnsinn. Haben sie auch wirklich eine sehr hübsche Frau genommen für das Face Modeling. September, 20.07 Uhr. Hallo. Da ist mein Telefon. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Wow, wie? Und da haben wir ihn schon. Noch frisch verpackt. Ei, Alter, will doch keiner mehr ausstehen. Oh, shit. Oh, Body Slam. Keine Chance. Ja, das ist meine taffe Braut. Das ist meine taffe Braut. Okay. Und wir haben die Steuerung. Okay. Also wir haben sehr schnell Nemesis am Hacken. Oh nee, macht er nicht noch jetzt so eine Möbelumziehaktion. Was? Weg. Shit. Kumpel! Oh! Oh! Okay. Tut mir leid, Mann. So, wir müssen jetzt erstmal zu diesem. Wow! Na super. Oh Mann. Mit einer Steinscherbe. Ach komm, ey. Oh. Ey, da hättest du nicht, also da hättest du einen Kopf voll. Wirklich, ohne Scheiß. Da bleibt da, da stellt sich doch keiner mehr hin. Zellophan verpackt, der Typ. Nein. Oh Gott. Oh Gott! Oh, lauf, chill. Stolz. Aber das, ich glaube, die kleine Ziegelwand wird die nicht aufhalten. Also, ich denke, wir sollten uns schleunigst verpissen. Versuchst, ihre Geschäfte kaputt zu machen. Mach's gut, Jim. Jill. Jim. Mach's gut, Jim.